So, einen eigenen Kiez darf ich nicht verkacken. So, Inka. Und auf geht's. Und auf geht's. Mal gucken. Das ist jetzt halt eine komplette Gruppe. Ich habe jetzt meinen eigenen Key angemeldet. Eine komplette Gruppe. Outland ist einer der größten englischen Server. Und die sind halt, haben sich da angemeldet. Dachte ich mir, komm, jetzt lade ich halt eine komplette Gruppe ein. Und wir probieren es halt einfach, ne? Ich habe jetzt hier nur Rangers dabei. Gut, der Pala-Heiler, ne? Der kann da halt theoretisch auch noch mit ran. Aber das dürfte eigentlich relativ einfach für die sein. Sehe ich hier mal nochmal. Weil der Pull hier am Anfang, ne, es ist ziemlich viele Void-Flächen und sowas. Das ist für Melees immer nicht ganz so einfach. Ja. Wenn du natürlich dann lauter Ranges hast, sollte es eigentlich kein Stress sein, ne? Also da dürfte eigentlich keiner sterben. Wir haben aber ein bisschen wenig Schaden, oder? Kann das sein? Die leben halt jetzt immer noch. Okay, jetzt läuft dann gleich meine zweite Ink. Oh boy, ich bin zweiter im Schaden als Tank. Das ist nicht gut. Kann mir jetzt keiner sagen, ja, ich habe aber keine CDs ready, weil das die, der erste Pack, großer Pull. Ich hoffe, da kommt danach noch ein bisschen was rum, hä? Sonst wird das hier ein langer Run. Ich würde das ganz gern in Time spielen, ne? Okay, den einen, den können wir mitnehmen. Achso, ich hab vergessen zu hüpfen. Wo rennt denn der eine jetzt hin? Ich will die eigentlich durchziehen. Jetzt haben wir halt beide. Gut, es ist nicht so wild, wenn wir beide haben. Normalerweise einen und den dann halt mitziehen. Aber irgendwie sind die jetzt nicht mitgelaufen. Warum laufen die nicht mit? Einmal durch und gut ist. Puh, also wir haben leider nicht so viel Schaden, ne? Das ist jetzt... Mal gucken, wie es bei den Bossen wird, aber... Theoretisch dürften eigentlich die Bosse nicht hart werden, weil es ist nicht Boss-Buff die Woche. Da habe ich hier keine Inka ready. Das ist immer ein bisschen kacke. Oh, das sind alles Nightfee. Normalerweise pullst du alle, ne? Aber wir haben hier diesen CC-Kack und jetzt mache ich hier ein bisschen auf langsam, weil ich alle CDs rausgehauen habe und wir können sie dann gleich nicht CC'en. Machen wir erstmal die paar. Eigentlich mache ich erst lieber die Großen weg. Könnte eigentlich die Dings holen, ne? Komm, wir machen sie jetzt alle. Ich hab zwei Walls. Eigentlich müsste es gehen. Wir haben einen Hunter dabei, der mich hochschießen kann, theoretisch. Ich kann die halt nicht knocken oder irgendwas machen, ne? Deswegen war ich jetzt hier so ein bisschen auch vorsichtig. Wenn die da hinten das jetzt adden, ist nicht so geil. Der Hexer, oh boy, du wirst... Ach, come on. Ich hab's mir schon fast gedacht, ne, dass er adden wird. Come on. Deswegen mache ich am liebsten als erstes immer... Deswegen mache ich am liebsten als erstes immer die Großen. Aber sie waren halt jetzt ganz auf der anderen Seite. Und dann hast du halt richtig viel Zeit rausgeplempert, wenn du da außen rum oder... Fuck, der Hexer ist ins nächste reingelaufen. Junge, bitte pass doch ein bisschen auf, wo du hinläufst. Die kriege ich jetzt halt alle nicht mehr, weil ich dann da hin muss. Und... Ach, fuck it. Du hast schon lauter Ranges. Okay, jetzt haben wir halt zu viel Trash hier, ne? Das wird jetzt halt kacke wegen... die habe ich halt noch nie geedit. Das ist halt jetzt kacke wegen Pride gleich. Ich weiß gar nicht, ob wir dann die unten überhaupt brauchen. Bringt das halt meine ganze Route wieder durcheinander. Jetzt wird der Pride halt übers kacke spawnen. Ja gut, jetzt haben wir halt hier den Pride gut, aber unten wird er halt kacke dann spawnen. Für den zweiten Boss. I don't know. Vielleicht mache ich dann eine Gruppe weniger. Das ist halt irgendwie immer so, ne? Ich habe halt meine Route, die ich laufen will. Und dann adden irgendwelche Leute was dazu und dann geht das halt hin und vorne nicht auf. Das ist halt echt immer ein bisschen blöd. Aber was man sagen muss, sie machen ja hier, ne? Einen Ring stellen sie, ein Dings, das ist ja gut, ne? Da kannst du ja gar nichts sagen. Hallo? Der geht einfach... Okay, ich wollte gerade sagen, der ist einfach durch den Ring durchgegangen. Ich kann jetzt dann noch einmal knockbacken gleich. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch... Also normalerweise gehe ich runter.
I4 der Big Slime, schreibt der eine, okay. Ja, das ist... Warte mal, ich kann hier einmal noch so... Ich habe jetzt die einen Schleime nicht gesorgt. Eigentlich wollte... Was macht denn der... da ganz hinter. Maler... Warte mal, war das jetzt doch... Nee, es hat doch geglitzert. Normalerweise müsste ich so einen Buff kriegen, okay. Wahrscheinlich sind sie schon despawned. Oder genau in dem Moment gedespawned, ne? Normalerweise kann ich halt das Necrolord die Schleime absaugen. Aber bei dem ganzen Trouble, den wir jetzt gerade hatten, ging das anscheinend in die Hose. Komm, ich ziehe jetzt hier die normalerweise noch ein bisschen weg. Dann haben wir es nämlich leichter in der Mitte. Komm, ich hau jetzt mal ein Schild noch auf ihn drauf. Also, eigentlich haben wir von der Aufstellung her, ne, zum Schleime aufhalten, eine ziemlich krasse Gruppenaufstellung. Wir haben Hunter und Mage, ne, die Schleime beide aufhalten können. Hier, da kommt der Große und die Kleinen kommen von der anderen Seite. Er hat gesagt, er tut den Großen Vieren. Okay, da kommt der Vier. Okay, wir haben eine Frostnova drauf. Ich habe auch noch ein Mars Entanglement. Und, den darfst du, glaube ich, auch nicht an den Rand ziehen, ne? Sonst passieren böse Sachen. Theoretisch könnten wir die auslassen, ne? Also theoretisch bräuchten wir das Pack, glaube ich, nicht, weil wir das eine geedit haben. Also die hätten wir jetzt eigentlich stehen lassen können. Aber... Dieser Warlock, ne? Ich vertraue dem so ein bisschen nicht. Wenn wir jetzt da vorbeilaufen, ich habe die böse Ahnung, dass der volle Lotz in die Mobs reinrennt. Weißt du, was ich meine? Und wenn wir dann zurücklaufen, dann adden wir sie bloß. Das ist immer so. Normalerweise willst du möglichst wenig machen, halt genau auf die Prozente kommen. Dann lässt du eine Gruppe stehen. Du musst wegen einer anderen Gruppe irgendwie nach hinten. Dann wird das eine geaddet, das nächste geaddet und dann gibt es ein Riesendrama. Dann machst du lieber ein Pack mehr weg. Als dass also ich stell den hier absichtlich hin, dass er den Debuff kriegt. Das ist der Plan. Du kannst auch die Kleinen alle debuffen, ne? Das hat er den jetzt überhaupt... Hat er, doch, der hat ihn gekriegt. Okay, wollte kurz sagen. Du kannst natürlich auch die Kleinen damit reinhauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Uff, uff, uff. Die kannst du eigentlich zusammenpullen. Wir haben jetzt halt nicht so viele Interrupts. Jetzt mal meine Idee hier. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Wir haben halt, das ist halt der Nachteil an unserer Gruppe. Wir haben halt kaum Interrupts. Fuck, ich werd richtig in die Dinge rein. Der Slow ist halt ein bisschen ätzend. Ich habe aber Wall up. Und wir können sie halt nicht CC'en. Weil die halt diesen Dude gerade mit drauf hatten. Okay, da habe ich jetzt mein Trinket und die Wall rausgehauen. Jetzt kann ich hier gleich nochmal das Zeug absaugen. Stell mich jetzt mal kurz rein. Ich muss nur einmal kurz saugen, dann kriege ich sofort den Buff. Also ich muss es nicht durchcasten. Wenn wir das eine Fass gekillt kriegen, dann können wir... Können wir so damit debuffen? Okay, was haben wir? Muss ich schauen, dass ich selber nicht drin stehe. Jetzt kickt mich die Wolke rein, oder? Hier, der Wirbel. Das ist jetzt nicht viel, was es bringt, aber also besser als nichts, sagen wir es mal so. Aber die krasseste Gruppe, die kommt noch, ne? Theoretisch könnten wir die Schleime weglassen, oder? Was bringen die? Die bringen alle 1%. Wenn wir die lassen... Dann haben wir den Pride in 5, ne? Die killen wir. Dann ziehe ich die anderen noch hinter. Wir spawnen den Pride und die ziehe ich dann hoch. Das müsste eigentlich ausgehen. Müsste. Dann spare ich mir Inker. Jetzt habe ich halt schon ewig Inker gespart, ne? Eigentlich ziemlich dumm, weil ich jetzt halt meinen stärksten Spell... Ach so, ich kann doch nicht saugen.
Müssen wir kurz warten. Fuck, die sind so nah an den Schleimen dran. Komm, move. Ah, das ist jetzt, das ist halt jetzt ätzend. Das sind wertvolle Sekunden. Aber die beiden müssten eigentlich gut reichen. Die ziehe ich nämlich jetzt hier in das, in die Suppe rein. Aber wenn wir jetzt noch einen Interrupt draufkriegen. Also so müssten sie es abkriegen. Den einen habe ich reingekickt. Danach müsste der Pride spawnen. 1,3, das müsste genau aufgehen. Perfekt. Valani, ich grüße dich. Bisschen rüber noch, der Pala. Du wirst... Ah, so passt's, ne? Warte mal, ich habe hier wieder meinen Buff. Den kann ich kurz holen. Aber wir haben halt schon so auch... So haben wir schon nicht so viel Damage drauf, ne? Also... Macht denn der Magier so wenig Schaden? Das verstehe ich halt nicht. Der ist doch Feuer, oder? Nicht, dass ich schon wieder so einen Arcan... Wisst ihr noch den einen Run, wo ich den Arcan-Mage dabei hatte, der unter mir als Tank im Schaden war? Das war so ein Premium-Run, ich sag's euch. So, jetzt habe ich hier alles ready. Das ist eine der krassesten Gruppen meiner Meinung nach. Die ziehe ich jetzt einen Ticken hoch, weil die versuchen immer wegzulaufen. Und den Breath tun wir auch in die Richtung dann reinhauen. Okay, da kommt der Breath. Deswegen laufe ich extra hier hoch, ne? Also es gibt die Möglichkeit runterziehen oder hochziehen. Und bloß wenn ich halt runterziehe, dann brefft er immer in die Gruppe rein. Die Leute kriegen es meistens... Oh fuck, da hinten sind noch Ads. Also, okay. Soweit darf ich sie... Die wollen wir nicht adden. Der Mob rennt rein. Oder? Nee, ist nicht geaddet? Gut. Ich weiß halt trotzdem nicht, ob es von den Prozenten passt, ne? Das weiß ich jetzt trotzdem nicht genau. Jetzt hoffen wir, dass keiner das da hinten addet. Die Tentakel, weil das ist dann immer richtig ätzend. Ah nein, wir haben nicht alle kleinen zertreten, ne? Jetzt habe ich einen großen hier noch. Bitte. Bin zu schnell weiter. Ich muss näher ran. Das hier hasse ich immer, ne? Wenn ich deine Gruppe nicht gut supportet, ist das richtig ätzend. So, jetzt schauen wir mal, dass wir so an den rangehen. Nein, nein, der Pala, bitte lauf nicht dahinter. Wir wollen nicht zwei Tentakel-Mobs adden. Das ist immer richtig ätzend. Wenn du zwei Tentakel-Mobs an der Hacken hast. So muss ich... Ich muss jetzt eh gucken, wie ich es mache. Ich kann halt nicht weglaufen. Ich habe jetzt halt noch kein Knockback. Wenn ich jetzt weglaufe, jetzt wird halt der Dings gekillt, der Teufelsjäger. Aber es war jetzt besser, als wenn ich gekillt werde. Das ist jetzt hier richtig nervig. Jetzt muss ich sie nochmal wegkicken. Fuck, das war jetzt zu spät, aber ich muss eh raus. Aber mit so vielen Ranges geht's eigentlich voll klar, ne? Wenn du keinen... Wir haben ja zwar keine Interrupts. Ist jetzt halt doppelt blöd. Wir können die Mobs halt weder... Wir können die Mobs leider weder, wir brauchen einen Interrupt da drauf, einen Range. Wir können die Mobs halt weder interrupten, weil wir nicht viele haben, noch, ja super, jetzt bin ich auch noch geroutet, aber ich kann aus dem Ding nicht rausgehen und den Mob holen. Noch, CC'en, weil die ja immer diesen goldenen Dings dabei haben, ne? Das ist so ein bisschen blöd. Also für die Wirbel ist es die Woche gut mit vielen Ranges, aber... Eigentlich brauchst du mehr Interrupts, weil du halt bei vielen Gruppen Stunts und Desorientieren und sowas halt zum Interrupten fehlt, ne? Das mit dem, das könnt ihr mir schon dispellen, weil ich kann halt nicht weglaufen, auch von den Wirbeln nicht. Und wenn ich das halt shapeshifte, dann bin ich, glaube ich, ziemlich schnell Matschekuchen, ne? Wenn ich dann in einer Normal-Gestalt anfange rumzuhampeln, das wollen wir eher nicht. Ah, jetzt hätte ich hier wieder, hätte wieder saugen können, ne? Muss halt ganz hoch laufen. Okay. So geht's so halbwegs. Warte mal, ich kann hier mal Inka ziehen. Sind jetzt eh noch da hinten ein Pack. 3, das müsste trotzdem passen wegen dem Pride, oder?
Bringen die beide 3, scheiße, die bringen beide... Ah doch, es reicht trotzdem, ne? Das sind ja 66. 0, irgendwas Prozent ist dann noch. Ich brauche ein Ziel. Hier kann ich ganz kurz einfach nur den Buff... Ich habe kein Ziel. Okay, jetzt hier hinten rum. Wollen jetzt nicht den Boss adden. 6 hier, ne? Schauen wir mal, wo der Boss hinspringt. Ich bin außer Reichweite. Schnell sein. Müssen wir halt gleichzeitig töten. Dann können wir vielleicht den Pride noch gut platzieren. Fuck it. Ugh, das war jetzt nicht gut. Ich dachte mir, ich komme noch rechtzeitig durch ihn durchgelaufen und dann hat der Ding schon gegriffen hier. Der Wirbel und hat mich genau wieder reingekickt, ne? Das war jetzt kacke. Achso, hier muss ich noch drüber laufen. Sonst kriegen wir jetzt... Boy. Oh boy. Ich wollte nämlich gerade zum Trinken ansetzen, ne? Kriege ich das jetzt nebenbei hin? Beim Pride muss ich nicht viel moven, komm. Ja, die anderen moven schon, oder? Ich schenke mir kurz was ein. Schon wieder ein bisschen trockenen Hals. So. Oh! Das war fast zu viel. Jetzt hätten wir beinahe hier wieder eine Überschwemmung gehabt. Ah, das wird noch abfeuern, ne? Der Buff... Wo ist er denn? Der ist ganz da hinten. Er wollte gerade rüberspringen, habt ihr das gesehen? Okay, sie ziehen auf jeden Fall HT hier. Komm, wir hauen jetzt mein Dings auch rein. Ist halt die Frage, dicken Schleim CC oder nicht, ne? Fuck, der Hunter ist tot. Ich kann den jetzt aber da hinten auch nicht... Ach, der andere hat ihn geretzt. Okay, passt. Wir müssen den Explo töten. Oh boy. Das Ding wird hochgehen, ne? Oder? Ne, wir haben es nur rechtzeitig geschafft. Wir müssen die Schleime jetzt umboxen. Der Boss kriegt jetzt halt fast kein Damage. Die kannst du auch wegzählen, aber 2 kriegen wir nicht wegzählt. Ich glaube, die hauen auf den Boss, oder? Kann das sein? Ich cleave halt hier voll rein mit Inka jetzt. Oh boy. Muss blöderweise an dem Boss dran stehen bleiben, sonst sieht es schlecht aus. Kann den... Also du kannst den Schleim auch irgendwie wegnocken und wegziehen und dann CC'en, das geht auch. Aber wenn ich halt schon hauen dort drauf habe... Dann ist halt Feierabend, ne? Dann kommt der halt instant immer wieder raus. Ich habe ja auch einen Marsroot und sowas. Wenn er spawnt, ich ihn gleich weggekickt krieg und Marsroot, dann ist gut, aber das klappt halt in den seltensten Fällen. Da musste ich schon echt mit der Gruppe auch absprechen, dass das geht tatsächlich. Tatsächlich. Na, jetzt können wir den einen nicht stunnen, wenn er mich gleich hochnimmt. Also ich werde hier rechts rumgehen, ne? Nicht links. Das Röntchen klappt, oder? Klappt das Röntchen auch? Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Eigentlich, wenn es dann klappt, müsste auch das Röntchen klappen. Ich kann hier wieder einen Schleim mir holen. Ich muss immer die Buffs mitnehmen, ne? Das ist halt eigentlich echt immer dumm, wenn ich sie nicht mitnehme.
oft am optimalsten, jetzt habe ich noch keinen, okay, der kann hier sein Desmontieren reinhauen. Am optimalsten ist es halt immer, wenn du mehrere Schleime auf der Stelle hast und die dann saugst, dann kannst du auch mehrere Buffs kriegen. Ne? Das hängt, glaube ich, von den Farben ab. Aber so 100%, muss ich ehrlich zugeben, habe ich es auch noch nicht ganz gecheckt, wie es aussieht. Oh fuck, ich stehe halt in der Grütze drin. Das war jetzt dumm, ne? Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Hier auch beim Endboss hatte ich schon Gruppen, die dann auch so richtig in der Grütze gekämpft haben. Das war immer schön. Wenn er jetzt noch den Ding mitnimmt. Ich glaube, die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir noch. Und dann gehen wir hier rüber. Warte mal, ich mache einen Mark. Achso. Ja gut, die werden schon checken, dass sie da nicht rein dürfen. Hoffe ich zumindest. Wenn Trash Buff ist, dann ist es ganz gut, wenn man hier so rüber geht. Und dann kann man nämlich ein bisschen was skippen. Okay, sie haben nichts geaddet, das ist schon mal gut. Jetzt nehme ich erst die Spinne hier mit und dann mache ich die große Gruppe. Wait. Da haben wir denn noch auf dem Pride? Szene, also die beiden Packs und dann ein paar kleine, ne? Dann ein paar kleine. Machen die Taranteln. Tata, ich grüße dich. Okay. Das ist jetzt eins der härtesten Packs hier im Dungeon, wie ich finde. Vor allem, wenn du die nicht CC'en kannst, ist halt richtig ätzend. Wir müssen den hier killen, ne? Weil ihr kannst jetzt hier die Sachen alle nicht aufheben. Ich kann jetzt halt nicht ran, ne? Die sind jetzt halt in der Bubble drin. Ne, machst du nix. Das ist so dumm. Die kannst du dann halt nicht mehr interrupten, die Mobs. Das, also, da muss ich sagen, ist der Debuff schon nervig. Sonst geht's eigentlich alles, ne? Aber jetzt kannst du das Zeug halt nicht interrupten. Das muss ich ja versuchen, irgendwie rauszuziehen da. Ja, das hat uns jetzt gekillt. Vielleicht kriegen wir den einen wenigstens noch weggemacht. Das ist halt richtig dumm. Du kriegst halt die Bubble nicht auf. Ja. Das meine ich, das ist das härteste Pack hier. In dem Dungeon. Und mit der Debuff-Konstellation sogar richtig ätzend. Ne, die haben halt diese komische Kugel, die du eigentlich interrupten musst, aber du kannst es halt nicht, weil das Add noch, weil das Add das verhindert, ne, mit dem Debuff. Da machst du halt nichts. Sonst hau ich halt immer mein Desorientieren da drauf, dann ist das instant runter, easy. Ich glaube, das hat uns jetzt gerade gekillt, ne? Hat uns gerade gekillt. Oder Hexer, der addet wieder, oder? Das war eng. Drüben ist halt nochmal die gleiche Scheiße. Weiß nicht, ob du den... Ja, da kannst du wahrscheinlich nichts machen. Jetzt kannst du es halt easy CC'en, ne? Sobald der eine Dude down ist. Deswegen war das gut, noch gut, dass der totgetickt ist. Wir müssen jetzt halt bloß nicht da drüben nur adden. Langsam hier so ein bisschen rüber. Also bei den Gruppen da keine Interrupts zu haben, ist schon ätzend. Habt ihr jetzt mal alle desorientiert, dass die nicht rumspringen? So, hier haben wir das gleiche halt jetzt nochmal, ne? Kannst halt nichts gegen das Schild machen. Da hast du halt einfach gelitten.
Ich habe jetzt hier nochmal Inka gezogen. Safety first. Wir procken halt jetzt hier den Pride und dann müssen wir eigentlich auf den Boss. Wir haben noch HT-Cooldown. 2 Minuten. Und vor allem müssen wir... Brauche ich noch 1%? Ich bin überlegen. Ich glaube 81 und ein bisschen, weil so eine Mobgruppe brauchen wir dann noch tatsächlich. Da oben die eine müssen wir dann noch pullen. Habe ich blöderweise für den Boss kein Inka ready. Da ist halt Inka schon stark, tatsächlich. Und HT wäre hier halt ganz gut, weil das ist so der ätzendste Boss, weil ich darf nicht alleine stehen. Ja, Leute, wird da mal so ein bisschen aus dem Ding rausgehen. Hier, der Boss mit Ding war richtig ätzend. Mit, Necrotic. Ich bin das letztens hier Necrotic gelaufen. Diese ganzen Spinnen haben mich hochgesteckt. Das war so eine dreckige Kacke. Also das war richtig nervig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal... Jetzt roll ich mal. Mache ich hier mal mein Trinket rein? Dann lohnt es sich nämlich wenigstens noch. Oh fuck, wir haben ein... Oh boy, hä, warum wurde der nicht rausgeholt? Der eine Typ ist direkt drüber gelaufen. Oh, das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Komm, ich wall jetzt sicherheitsweise. War jetzt wahrscheinlich nicht notwendig, aber ich... Wir haben ja noch... Will der rauslaufen? Ah ja, okay, der jumpt. Jetzt bin ich am Überlegen, das ist eigentlich Verschwendung. Jetzt können wir eigentlich durchziehen. Brauchen jetzt hier noch einen Trash-Mob. Er bringt 2%, ja, das müsste langen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht noch irgendwas gepult, weil der da hinten irgendwie so loslegt. Ich habe keine Ziele. Okay, jetzt haben wir 82, irgendwas. Ich glaube, einen Blub brauchen wir, ne? Ich glaube, einen Blub brauche ich. Egal. Jetzt muss ich mal gucken. Weil mit 81, wenn ich runtergehe... Ich muss näher ran. Willkommen. Wir haben euch schon erwartet. Ich glaube, das dürfte nicht ganz rein. Ich muss nachher nochmal rüberlaufen und einen Blub holen. Aber wir werden es gleich sehen, wie es aussieht. Geh gleich mal in die nächsten Mobs rein, cleef die mal schon mal ein bisschen. Wächter der Verwesung, hört meinen Ruf! Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Essenszeit, meine Diener.
Wie viel bringt denn der? 4 bringt der noch. Ja, da müssen wir noch einen Blub machen drüben. Dann können wir auch den Pride draußen spawnen. Machen wir den Pride noch. Wir bringen die 1, also ich brauche 2 von denen. 2 Blubs. Kann ich da nur absaugen. Ja, es ist im Gang, ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Ist ein bisschen eng alles. Unvermeidliche nur hinaus. Oh, der Mage schießt halt hier hinter. Ich ziehe jetzt den Pride langsam. Ziehen wir ihn hier rein. Ich lasse ihn jetzt hier stehen. Sonst gibt es nur Trouble. Der Heiler hat eh schon Trouble hochzuheilen. Wieder safe. Ich gehe jetzt mal ganz in die Ecke. Okay. Der Hunter sollte mal geheilt werden. Sehen wir jetzt mal eine Barkskin, dass er mich ein bisschen weniger heilen muss. Ich habe mein Geessen den ganzen Ding noch nicht benutzt, ne? Vorher bei dem Vibe, aber da wäre es eigentlich auch egal gewesen, dass die komplette Gruppe halt hops gegangen. Hat jetzt halt dann auch nichts gebracht. Hier darf ich immer nicht zu weit vorne stehen, ne? Wenn es blöd läuft, dann ist RIP. Könnte jetzt sein, dass der Dings dich blöd reinzieht, ne? Der... Wo habe ich mich gerade echt treffen lassen? Oh mein Gott. Das erste Ding hat mich erwischt, ne? Ich dachte, ich bin rechtzeitig raus, lauf nochmal rüber. Das war jetzt gerade richtiger Fail. Zum Glück überlebe ich das Tank. Uns richtig wegscheppern lassen hier. Warte mal, haben die am Anfang HT gezogen hier bei dem Boss? Das war nicht so clever. Oh boy. Unnötig. Hexa? Ja, ich hab's mir gedacht, ne? Ich glaube, da sollte er jetzt nicht annehmen dabei. Ich hoffe, der ist clever genug. Komm, Hunter hat sie auch noch wegscheppern lassen hier. Jetzt haben wir dann alle mal. Roar ich mal, komm. Mit den Wirbeln ist schon ein bisschen nervig, ja. Aber, ja gut, wir haben die Battle Rats das Jahr. Habe ich blöderweise hier das eine Ad. Komm, ich wall da mal und lauf da durch. Bevor das jetzt hier noch in die Hose geht. Den brauche ich hier für eine Quest unter anderem. So, wunderbar. Hat auch noch geklappt. In time. Haben wir leider nichts gekriegt. Was haben wir denn für einen Key? Moment. Was haben wir denn für einen Key? Der eine hat einen Ring bekommen. Na, Tempo-Crit ist jetzt nicht so gut. Eigentlich müsste ich jetzt hier einen Key bekommen haben. Warte mal, ist er nicht... Hä? Key? Okay, anscheinend bin ich blind und finde den Key nicht.